Von der Mühle. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch zwei Reihen Metallwände draufsetzen wegen dem Tor, ne? Ach, das ist doch egal mit dem Tor, oder? Ja, mach ruhig. Es ist dann mit den Sätzen auch ziemlich. Mit den Deckensätzen dann ziemlich hoch, ne? Ja. Kann ja schnell ein Vogel drauf fliegen. Ja, mach das. Würde ich eine Rampe zur Base rüber bauen oder so? Gucken, wie das geht. Boah. Ja. Dann nicht sowieso auf der gleichen Höhe, ne, dann bist du höher sogar, ne, als die Base. Ja. Wo bin ich? Naja, das Fundament ist ja noch einmal da, ne. Ja, stimmt. Ach so. Ja, man muss ja mal gucken. Und du musst machen. So, gebaut ist erstmal. Mhm. Ganz kurz was austesten. Und hier stoppen. Ist da. Das müsste eigentlich alles anständige Abstände sein, weil da hatte ich ja vom Haus dann weggebaut, ne? Oh, ja, das ist sehr gut. Fundamente. Ich war schon gewundert, warum das hier so gut passen könnte. Wo bin ich denn? Mhm. Ja, ne? Ja. Ja, muss ich ja so lassen. Jetzt kann ich doch nur drei hochbauen. Perfekter Übergang. Treppe wäre es jetzt auch gegangen, aber. Sag mal, kannst du mal aufhören, so zu regeln? Sehe ja kaum was. Beim roten Haus gekommen. Beim blauen. Bauplan Lehmtür. Bauplan Öko. Eine Ölpumpe. Bauplan fortschrittliche Kettensäge. Und Bauplan Maroder Mantissattel. Naja. Genießerisch mit der Zunge schnalzen.
Das habe ich auch dabei, ne? Ja. 500. Das könnte reichen. Ja, ich muss das auch mal machen, wenn ich mal. Ja, das verdirbt zwar immer was, aber wenn das schmeckt jetzt nicht ordentlich und das bisschen, was da immer verdirbt, war eigentlich mal weiter, sie kommt näher. Ja, ist gelandet. Nicht, dass da gleich wieder ein paar Wölfe angerannt kommen. Ich habe hier, also da wandert sie schon die ganze Zeit rum. Ich habe noch nicht ein anderes Viech gesehen, außer die Säule. Keine Bäume, kann gar nichts. Ich mag es ein bisschen einsam. Jetzt pickt sie auf dir rum. Oh, soll sie. Oh, ist ja sogar. Ach ja, wann braucht man nicht mehr auf Delay zu machen, ne? Ja, warte. Genau. Das war lang. Geht aber nicht zum Tor jetzt, bevor. Ja, stimmt. Die Troller da vorne. Also schön von hier aus schießen. Ich hab mein Auge. Ja. Geld hat die auch noch nicht gesehen. 1,4 von 5,6. Oh. Das brauchst du noch, ne? Ja. Wir müssten mal eine bessere Flinte irgendwann mal finden hier. Ja, das wäre nett. Ja. Nicht immer nur Lehmbauteile. Einzige, was ich jetzt gefunden hatte, war eine Armbrust. Grüne. Doch alles. 2,4. 2,6. Was doch das? Auch mit dem Geflatter hier. Ja, guck mal hier. 4000 von 5,6. Noch. Ja, erstmal Treppen. 5000. Warte. Mach nochmal. Jetzt müsste er noch einen Schuss brauchen. Steig doch, warte einfach. Ja, jetzt ist es. Okay. Dann hole ich mal meinen Hammel. Hol mal deinen Hammel. Wie viel Hammel brauchen wir denn? Was hat sie über? 20 sollten ja wohl locker reichen. Was ist das für ein Level? 140 oder was? Mhm. Dann brauchen wir 7. Dauert 5 Minuten 53. Könnte ja eine echte Kampfeule werden. Immerhin 27. Im nördlichsten Norden? Hier tue ich nicht. Obwohl ich nur Dings an habe. Hey. Ja, Otter, ne? Otter Power. Otter Power, so sieht's aus. Du Agi ist noch 140er Agi. Ah, ja. Werf mal einen Blick rein. Oh, 21 Ausdauer, 18 Angriff. Nee, 18 Angriff, das bringt nichts. Oh. Nee, hä? Hat die Eule denn schon was gefressen? Die Eule ist fertig. Echt? Ich baue deine Base. Oh, ja, hat einer von euch das, kann einer von euch das lernen? Also bei mir sagt er dann auf Extinction erlernen. Den Sattel. Was denn? Den Sattel. Oh. So. Der. Warte mal. Naja, was man hat, das hat man. Naja. Nee, auf Extinction erlernbar. Kannst du aber einstellen eigentlich beim Server, oder? Ja. Ja? Echt? Eigentlich ja.
Also bei René zum Beispiel, der hatte beim Server bei uns eingestellt, dass er die Engramme gar nicht erst groß lernen muss, dass du mit jedem Levelaufstieg immer die möglichen Engramme lernst, auch gar nicht mehr die Punkte verteilen musst oder so. Ach ja. Da war wie auch alles einfach. Ja, irgendein Punkt war da, aber da dachten wir eigentlich, dass da gleich alles freigeschaltet ist, ne? Dass das wäre. Das ist zumindest die Option, dass du, wenn du das Level aufsteigst, dass es dann freigeschaltet, also. Dass es dann automatisch gleich gelernt hast, ja? Ja. Ob man Snowball, aber kein Sattel, das ist doch auch kontraproduktiv. Na gut, also eigentlich bräuchten wir dann. Heil nicht, ne? Mal gucken, ob wir die ein bisschen wegkriegen. Ne? Das nächste Mal, wenn einer von euch im Server mit ihm mal rumwurstelt. Ja, da kriegen wir schon was. Gut, also weiter die Suche nach Rexen. Jo. Ja, leg mal los. Dann brich mal an. Wer war das? So. So, was gab's denn Schönes? Schau mal gerade eben. Schau mal. War eine marode Armbrust. 25er Bronto rennt hier rum. Mal wieder ein Scheißzeug gekriegt, aber einen ganzen. Oh, ich hab einen 135er Rex. In blau. Oh. Guck mal. Warte mal, ich brauch erstmal ein paar Pfeile. Hat irgendwer noch Darts in der Tasche? Die bräuchte ich auch noch. Ich habe 44 noch. Ich habe noch 20. 10. Da linke Hand ist er. Bei dem. Warte. Das Pferdchen wegläuft? Ach nee, oder was ist das? Kommt in unsere Richtung hier. Nee, jetzt geht er wieder zurück. Ach da. Ja, wollen wir eine einsperren? Oder wollen wir eine. Ja. Ja, jetzt jagt er so ein Megalotheros hinterher, da läuft er doch sonst wohin. Lass ihn Macht 6. Ja. Der ist aber hübsch. Ja? Boah. Ich hab schon an mir. Warum soll ich der gelbe Schaden sein? Ich hab schon. Ich geh mal eine Runde mit ihm. Ja, ja, kannst kommen. Kannst du ja. Weil ich würde halt Pokémon und Tuck wegziehen. Der hat eine große Reichweite. Die andere Seite um Baum rum würde ich. Ja? Spät. Was am Wendekreis, glaube ich. Ernsthaft? Ah ja. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Oh. Ja. Oh. Ach so, jetzt habe ich es erst verstanden, was ihr hier gebaut habt. Entschuldigung. Ja, ich mach nochmal. Ah! Beide? Pass auf deinen Vogel auf. Warte, ich erkläre das.
mal auf deinen Vogel. Der Kreis ist zu groß, du kriegst ihn ja nie rein. Ja, das stimmt. Nur wollte er weglaufen, ne? Wir müssen erstmal wieder in meine Richtung ziehen und dann wieder umdrehen. Beide hier zu Fuß. Das glaube ich keine gute Idee. Ach, das geht, mal hier sonst oben. Also wird's nix. Oder? Doch, jetzt ist er doch, ne? Was da drin? Warte, Heiko bleibt vorne. Jo. Beide fangen gleich was an. Nee, er ist auf Weide, er ist auf Weide. Jetzt ist er auf mich. Wir sind verzwickt. Das war knapp. Ja, das war aber auch eine Punktlandung. Ach komm, wir jetzt mal ordentlich durchknuspern. Kannst du gleich verpassen. Hey! Schreib mich an! Ich will mal einen Vogel holen, nicht, dass der von irgendwas aufgegessen wird, Sekunden. Ich gehe mal ein Auge. Was ist das für ein Level? Das, weiß ich. Oh Gott, 14.000 Torporter. Wir haben gerade mal 3,7. Was? Ja. Wow. Oh, ja. Der will auch 78 Pfeile. Ja, das war viel. Ist das die Special Edition oder was? Ganz genau. Achso, deswegen. Ja. Schieß ich mal in den Arsch. Blue Edition. Mosch. Hab ich ihm ins Auge geschossen. Ja, das bringt leider nichts. 8 haben wir jetzt, also 11 haben wir. Naja. Aber auch so gut die Betäubungspfeile, richtig? Abos draufhalten. Eigentlich schon, ne? Also ganz schön teuer hier, ne? Ja. Hast da ja jetzt genug Narcos am Laufen. Ich glaube, die laufen immer noch. Das stimmt. Oh. Ah, jetzt will er schon abhauen, oder? Was? Der ist schon auch locker über 10 sein. 11, 8, oder? 12. Jeder Treffer macht 200. 13, 4, 6. Machen wir mal einen. So, stopp erstmal. Ja. Einen noch drauf. Ich? Ja. Ja. Oh, egal, jetzt liegt er. Okay. Sehr gut, dann war schon wieder knapp. Fast noch einen draufgezwickt. Wäre beinahe auf mich draufgefallen hier. Ja. Machst du denn? Wenn der auch schon bei 13,8. Ja, manchmal, ne? Fällt. So, naja, bis jetzt war erstmal nichts Gefährliches hier in der Nähe, aber. Ja, aber eine 4,64. Ich hatte außer seinen Bronto eingestellt. 64 Pfeile wollte er. Achso. Ich werde ihm einfach mal 30 Hammel reinstopfen. Ja, 13 braucht er. Braucht 26 Minuten immerhin noch dafür. Was waren das jetzt? Weibchen oder Männchen? Gar nicht. Männchen. Ja. Brauchen wir noch ein Mädel. Das stimmt. Von Werten her jetzt auch noch nichts. Ich. Nee, von Werten her. Gewaltiges, aber. Warten wir mal, ab, was sagt. Gut, müssen wir natürlich auch mal ein bisschen Auge sein, falls hier irgendwas kommt. Aber ich gehe erstmal kurz. Ja, ja, genau. Gleich wieder da. Aufpassen, ich bin weg. 14 Angriff, Leute. Könnte ich euch doch schon wieder. Brauchen wir für die Eier. Ja, ja. Dein 130er Männchen nicht durch. Weibchen nicht durch die Lappennetz gehen lassen. Ja, dann waren die Wölfe schuld. Die hatten Hunger auf Rex. Wölfe, die Wölfe, die. User joined your channel. Ach. Guten Morgen. Morgen. Guten Mittag. Lebt doch noch. Ja, ja.
So, als erste Amtshandlung könntest du dir erstmal einen Agi ausbrüten. Das hört sich gut an. Aber so lange, bis du Männchen kriegst, bitte. Ja. Oh, dann drei Stunden später. Bei Heiko hat das so 6-7 Eier gedauert. Ja, tatsächlich. Im Kühlschrank, wir haben jetzt Kühlschränke, da liegen ein paar im im linken Kühlschrank. Ach du Scheiße. Was machst du? Auch hier so. Wo bist du? Komm mal. Loki, da ist er. Danke. Koraptor. Was hättest du sagen sollen? Männlich braun, ja? Du brauchst Männchen, ja? Das heißt, die Weibchen muss ich alle töten, ja? Die kannst du wegmachen, ja? Ich muss mir noch mal einmal Stroh besorgen. Pico Mastax hat mir meinen Fallschirm geklaut. Nee. Was will der damit? Ich dachte, das ist. Warum denn mal ein Fallschirm? Alter, was ist denn hier? Fallschirm, der Penner. Was hier? Ist eine Schlucht, Alter. Das müsste, glaube ich, sein, die irgendwann mal zu einem Bienending führt, oder? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Wenn du irgendwo ein Pegomaster zu meinem Fallschirm. Der springt gerade hier die Schlucht runter und hat Spaß ohne Ende.